Herzlich willkommen zu Tag 20 von Keimfreie Kunst. Ich freue mich, dabei zu sein. Mein Name ist Madeleine Weingarten. Ich bin klassische Sängerin und Theaterschaffende. Und im Moment habe ich zwei kleine Kinder und bin in Elternzeit und habe mir so meine Gedanken gemacht über diese Zeit. Und diese Gedanken möchte ich in Form eines Gedichtes mit euch teilen. Das Gedicht heißt: Die Sonne scheint im Mai. Die Sonne scheint im Mai. Hoffentlich ist es dann vorbei mit der Corona-Pandemie-Haberei. Im Moment heißt es Social Distancing. Eigentlich ist es nicht mein Ding. Ich bin doch gern unter Leuten, brauche Austausch und Kontakt. Doch zur Reduktion der Seuche muss man Abstand nehmen von seiner Macht. Ich brauche die Bewegung und die Sonne, nehme die Kinder und tanke auf. Doch nach 50 Metern nimmt man mir die Wonne. Der Entgegenkommende mustert mich, verzögert meinen Lauf. Beklommenheit, nicht Panik, kommt auf. Ich muss zur Apotheke wegen eines kleinen Medikaments. Nur maximal 3 Eintreten steht auf dem modernen Pergament. Hustende bleiben draußen. Mist. Mein Kleiner wird hier an der Straße anfangen rumzusausen. Drinnen stehen die Mitarbeiter hinter Plastikschutz. Armes Personal, denke ich. Und hoffe, dass es was nutzt. Nicht lieferbar sind meine Tabletten. Ich bekomme Ersatz mit anderer Dosierung plus in 4 Wochen dringend notwendiger Arztkontrollierung. Aber 100 Tage reichen doch die Tabletten. Das sei egal. Blutwerte müssen kontrolliert werden. Da könnte man jetzt nicht mit der Gesundheit wetten. Nun denke ich an die vielen, die jetzt sind in Not. Bekommen die nicht ihre Medizin? Sind sie am Ende? Hoffen wir, der Lieferengpass kommt nicht durch die bedrohliche Wirtschaftswende. Okay, die nehme ich, sage ich, bezahle und gehe zurück in die Sonne. Drinnen hustet mein Kleiner doch 3-mal. Sehe zurück, auf der Straße Kinder niesen, gleich 2 an der Zahl. Wir passen auf. Wir bleiben gesund, tönt es aus aller Mund. Es ist jedoch erst März und es gibt nicht nur den einen Infekt. Es ist doch nur die Frage, wer, wo und wann man Corona entdeckt. Wer geht denn beim Husten zum Arzt? Gerade jetzt. Selbst dieser nimmt die Sache nicht lax. Mein Rezept ging an die Apotheke per Fax. Was uns bleibt, ist das Wissen, dass es endet. Und sich der ganze Corona-Wahnsinn zum Guten wendet. Ihr fragt euch, so sieht der Notstand aus? Nein. Wir haben Essen und Hygieneartikel. Wir sind bestens versorgt. Wir bleiben nur zu Hause. Sogar Medikamente gibt es, auch wenn sie vergriffen. Das haben nur so manche leider noch nicht begriffen. Ich bitte euch, lasst die Aluhut-Leute reden. Sagt ihnen knapp, sie sollen nicht verblöden und diesen Verschwörungsscheiß nicht teilen. Um andere nicht zu gefährden, um das Schlimmste
zu vermeiden. Isoliert sind wir nur daheim. In unserem Herzen sind wir frei. Lasst uns helfen, wo Not am Mann, damit jeder Versorgung bekommen kann. Nun warten wir auf die Sonne im Mai und hoffen auf die Gesundung der Welt. Nun wissen wir, regiert wird sie nicht vom Geld. Geduld, Verantwortung und Solidarität verringern jetzt unsere Mortalität. Es ist ganz leicht. Freut euch über die gewonnene Zeit. Telefoniert oder nutzt Skype, damit ihr mit den Älteren in Kontakt bleibt. Haltet aber auch die Augen und Ohren offen. So manche Person hinter verschlossenen Türen kann jetzt hoffen. Vielleicht wird sie erlöst von ihrer Pein. So könntet ihr auch deren Beschützer sein. Es ist gerade jetzt so leicht, was Gutes zu tun. Andere rotieren gerade rund um die Zeit, damit uns ein bisschen Normalität bleibt. Andere sind nonstop am Hilfe geben und retten dabei viele tausende Leben. Ihr seid dran. Wandelt eure Gedanken in Taten. Nun gilt es nicht auf morgen warten. Bleibt gesund, dankbar und vor allem seid dabei, wenn die Sonne scheint im Mai.